that women do the hunting in Nasitak, but wasn't sure if I could believe it until I met you. And I thought it was our raw meat diet that made us strange. Well, that too, honestly. Jo, hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Ja, erstmal ein schöner Anfang, wo sich Palegina und Sagadi unterhalten haben über rohes Fleisch. Ich wollte da nicht reinreden, deswegen hat es kurz gedauert. Und ich hoffe mal, das hat die Aufnahme auch ganz mitbekommen und nicht den Anfang abgeschnitten. War gerade blöd, dass ich gerade da den Aufnahmeknopf gedrückt habe, wo das losging. Okay, aber gut. Wir sind im Altlied immer noch, aber der Plan war es ja, zum Herdlied in die Taverne zurückzugehen, dort Hevarias zu holen und mal zu rasten. Palegina sieht nämlich so lala aus. Jo. Also ab ins Herdlied. Gleich wieder lange Ladezeit. Das ist das Einzige, was mich an dem Spiel, vor allem während der Aufnahme, etwas stört. Ah, die Schuld kann ich auch auf meine alte Mühle von Rechner schieben. Jedenfalls können wir so die Dialoge richtig lesen, die da unten stehen. Auch wenn sie uns nichts mehr bringen, weil wir wahrscheinlich das meiste schon kennen. So. Right. Also einmal ins himmlische Bäumchen. Auch wenn der Name etwas unpassend ist. Obwohl, sehr heimelig sieht es darin eigentlich aus. Außer, dass hier überall Stagier rumlaufen. Und ein Troll. Die Treppe, die den Aufzug bedient. Aber gut, wir sind hier in Erglanfad. Also die ganze Region heißt Erglanfad, die auch riesengroß ist. Ein riesiger. Ja, man könnte fast schon sagen, dass es aussieht wie Dschungel irgendwie. Obwohl, ich bin kein Biologe, wachsen Ulmen im Dschungel? Ja, wie dem auch sei. Wir schaffen uns jetzt erstmal Hevarias. Wen lassen wir da für Dohorn? Palegina nicht. Sagani könnten wir da lassen. Durenz auch nicht. Adolf auch nicht unbedingt. Also muss Sagani mal für eine Weile. Greetings. Ja, muss Sagani mal für eine Weile zurückbleiben. Farewell. Auch wenn sie immer lebt, wo es sagt. Ach Mist. Ready, Watcher. Wir müssen jetzt erst schlafen. Und dann können wir ihn anheuern, weil er immer noch unterwegs ist. Ich hätte gerne ein Zimmer. Ja, und das hätte ich auch so machen können. Macht, Verfassung, Entschlossenheit. Das klingt doch ganz gut. Jo, er beendet die Aufgabe. Also, jo, hätten wir wieder gerne ein paar Zimmer. Aber in Wirklichkeit wollen wir Sagani rauswerfen. Beziehungsweise erstmal hier ein bisschen ruhen lassen und Hevarias mitnehmen. Der kriegt erstmal Level up. Denke ich mal, ja. Kriegt er auch. Ja, unser Zauberstab werfender. Komischer Freund hier mit nur einem Ohr und einer Augenklappe. Wahrscheinlich hat ihm ein Steak hier die gesamte Gesichtshälfte verkratzt. So, Wissen. Warum nicht? Keine neue Klassenfreischaltung. Also keine neuen Zauber für ihn. Größere Wildschlagverbrennung. Defensiv.
Schütze, zwei Einhandwaffen, Wildtier, Primitivfleet. Gibt es eigentlich Zauber? Edelmann wahrscheinlich. Dolchding, Streitkolben, Zepter und Stab. Nein. Giftschlag, Scharfschütze, Schütze, gefährliches Werkzeug, das macht ihm auch Schaden. Nee. Das heißt, wir nehmen einfach mal Bonuszauber der zweiten Stufe und gut ist. Und das war auch das einzige Level up von ihm. Ah ja, er ist kurz vor dem nächsten. Gut, er hat seine Aufgabe erfüllt. Das heißt, wir haben wieder unser maximales Prestige und so weiter. Wir müssen auch irgendwann mal mit der Vogtin reden, nachdem wir jetzt die Festung vollständig wiederhergestellt haben. Haben wir doch, oder? Fertiggestellt, 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 ja. Unsere Festung ist vollkommen fertiggestellt. Wachtürme, Haupttürme, Ringmauern, alles finito. Ich hoffe, wir müssen Hivarias nicht zu lang mit uns rumschleppen. Jetzt gehen wir erst wieder nach Ulmenkap zu dem Goldenen Hain, gucken mal, ob Hivarias dort mit jemandem reden möchte. Und wenn nicht, gehen wir nach Haldli zurück und schauen uns einfach da komplett um. Wir haben ja sehr viele Nebenquests, die Hauptquest relevant sind. Sagen wir es mal so, weil wir müssen uns ja mit Göttern gut stellen. Ah, hallo, großer Steak hier. Und da können wir lang. Also erstmal nach Ulmenkap. Ich hätte mir wirklich merken sollen, in welches Gebiet Hivarias wollte. Oh, mit Hivarias können wir auch mal kurzes Gespräch führen. Ich hoffe mal, das wird nicht zu lange, was er uns alles sagen möchte. Und ich hoffe mal, dass wir seinen Event-Trigger nicht kaputt gemacht haben. Also sein Skript für seine Quest, wenn er eine hat. Bis jetzt haben wir nämlich gar keine gesehen. Er hat immer nur gesagt, er will nach Ulmen, nach Zwillingsulmen in ein bestimmtes Gebiet. Ja. Ja? Reden wir mal kurz mit ihm. As a peripatetic loner, I'm not privy to the latest news, but the Hollowborn Children is a tale that has reached even my reclusive ears. Or rather ear. Als reisebelustigter Einzelgänger bin ich nicht mit den jüngsten Neuigkeiten vertraut. Die Geschichte über die hochgeborenen Kinder hat selbst meine zurückgezogenen Ohren erreicht. Oder vielmehr mein Ohr. Was heißen diese glaffertalischen Druiden vor dieser Not? It's been a long time since I've spoken with my circle. They'd probably tell you what I'd tell you. This plight was most certainly the consequence of someone trespassing into Ngwithin places, not meant for folk. I mean, what else other than the gods could inflict punishment of such impressive scale? Der bleierne Schlüssel. Er schaut misstrauisch und zuckt mit den Achseln. Seit ich das letzte Mal mit meinem Zirkel gesprochen habe, ist viel Zeit vergangen. Sie würden dir wahrscheinlich dasselbe sagen wie ich, dass diese Nothilfe wahrscheinlich die Konsequenz des Eindringens in evitalische Orte ist, in denen das gemeine Volk nichts verloren hat. Warum sollten die Götter so seine Strafe solch beeindruckenden Ausmaßes verhängen? Was denkst du darüber? Any time a life is separated from its soul. I wanted to pretend it was just a rumor when I first heard of it. Als sein Blick deinen trifft, verwandelt sich sein übliches Grinsen in ein Stirnrunzeln. Jedes Mal, wenn dein Leben von seiner Seele getrennt wird, seine Stimme verstummt ein wenig. Er versucht mehrmals seinen Gedanken zu Ende zu bringen, bis es ihm schließlich gelingt. Als ich das erste Mal davon hörte, wollte ich so tun, als ob es nur ein Gerücht wäre. Also dafür, dass er so grinsemäßig aussieht, hat er eine ziemlich erwachsene und ruhig klingende Stimme irgendwie. In my youth, I'd cursed the dear woodens for being ignorant to spoilers that breed out of control. But soulless babies? What heartless gods would inflict that kind of tragedy? No parent or child deserves to be a part of that horror. Ich meine, der Jugend verflucht die Dürrwälder als ignorante Plünderer, die sich ungebremst vermehren.
Aber seelenlose Babys? Welcher herzlose Gott würde denn eine solche Tragödie verursachen? Kein Enterteil oder Kind hat es verdient, Teil dieses Schreckens zu sein. Lass uns über was anderes reden. Brauchst du was? Fragt er dich mit einer erhobenen Augenbraune. Erzähl mir über dich. Mein zweitliebstes Thema, sagt er, während er sich mit den Fingern über den Kopf fährt und sein Fell glättet. Okay, was ist dein Liebstes? Was möchtest du wissen? Wie ist es dazu gekommen, dass du als Druide ausgebildet wurdest? Ivarias fasst sich an sein Ohr, das halb im Fetzen hängt, und denkt mehrere Sekunden lang darüber etwas nach. Das war nicht gänzlich freiwillig, zumindest anfangs nicht. Ich wollte immer ein Jäger werden, ich habe meine Zeit lediglich über einen anderen Weg erreicht. Mein Ziel. Als ich ein Kind war, kam ein Anamphat zu Besuch. Ein Ehrengast ist ein Anlass für eine große Jagd. Ich aber durfte nicht teilnehmen, man trug mir stattdessen auf, dem alten Weisen Mundschenk zu sein. Während alle anderen auf die Jagd gingen. Du ahnst gewiss, was passierte. Weiser Anamphat schenkt dummem Kind Aufmerksamkeit. Wir redeten, bis die Jäger zurückkehrten. Er gab mir seine Hände jagen über seinen Körper, wobei sie alle Taschen und Falten seines Waffenrücks durchsuchten. Das hier. Er zeigte ein verrostetes eisernes Medaillon in Form eines Hundekopfes, ein unter Grenzbewohnern, Entdeckern und anderen Anhängern von Galloway weit verbreitetes Symbol. Der Anamphat bestand auf meiner Ausbildung und niemand in meinem Dorf widersetzte sich ihm. Jetzt brauche ich keinen Bogen zum Jagen. Er lächelt breit. Woher stammst du ursprünglich? Beim Schoße meiner Mutter, sagt er. Du? Ich meine, aus welchem Land kommst du? Schweigend starren, was für ein Zufall. Wegen des Schritts deiner Mutter bin ich auch gekommen. Bist du immer so ordinär? Macht nichts, aber lass uns doch über etwas anderes sprechen. Schweigend starren. Ich wuchs in Air Glanfoth, specifically in and around Thane Bog. My people, the Fisher Crane tribe, are migrant stewards of the land. I've walked the whole of Glanfoth many times. Ich wuchs in Air Glanfoth auf, genauer gesagt in und um den Tainsumpf. Meine Leute, die Fischerkrani stammen, sind nomadische Verwalter des Landes. Ich bin schon viele Male an jeden Ort in Air Glanfoth gewesen. Oder in Glanfoth. Jetzt hat er das eher weggelassen. Welche Geschichte steckt hinter dem Symbol von Vale auf deiner Augenklappe? Vale war der Rätsel-Wahrheitssager-Gott, der sich immer widerspricht. Vale ist als das augenlose Gesicht bekannt. Es schien mir sein Symbol gut auf meine Augenklappe zu passen. Gedankenverloren fährt er mit seinem Finger den Riemen der Augenklappe entlang. In meinem Heimatstab ist Vale-Bilddeutung ziemlich beliebt, aber hier im Dürrwald scheint er weiterhin nicht so verehrt zu werden. Ich dachte mir, wenn ich mein Auge ihm, der verdunkelt und offenbart war und genügend Hingabe zeige, dann könnte Vale das alte ruinierte Ding vielleicht gebrauchen können. Er zieht am Riemen der Augenklappe und lässt ihn mit einem lauten Schnappen los. Wenn du also denkst, ich würde Hinterteile und Brüste anstarren, dann ist es eigentlich nur der Will Wales, der mein Bild kontrolliert. Ehrlich. Sehr, sehr tolle Ausrede. Okay, wir haben hier einen kleinen Schwerenöter. Hust, hust. Welches Verhältnis hast du zu Galloway? Ich wurde als Jünger des Gottes der Suche aufgezogen. Er ist der Meister der Jagd, ganz gleich, ob es einfach nur um die Eigenversorgung geht oder das akademische Streben nach Wissen. In meinen späteren Jahren fand ich, er unterbricht sich selbst, schüttelt den Kopf und fängt nochmal von vorne an. Das eben hat mir gezeigt, dass ich mehr für die Wege Wales geschaffen bin. Die furchtlose Jagd nach Wissen lässt die Reise zum wahren Verstehen oft hinter sich zurück. Also jagt er jetzt Wissen statt Tiere. Druiden sind dafür bekannt, sich in Tiere zu verwandeln. Welche Kreaturen sind es bei dir? Stagier? Als du die Frage stellst, geht er einen halben Schritt nach hinten. Alle möglichen Dinge, sagte er ruhig, verbunden mit einem langen, unbehaglichen Blick. Immer starte ich mit verschränkten Armen ausdruckslos an. Lass uns etwas anderes besprechen. So eine knappe Antwort bin ich von dir aber nicht gewöhnt. Was hältst du zurück? Geheimnisse kann ich in meiner Gruppe nicht gebrauchen. Los heraus mit der Sprache. Wenn du darüber sprechen möchtest, ich bin ganz ohr.